Okay, Leute, weiter geht's also mit dem Bus-Simulator. Und heute werden wir definitiv den Flughafen also anfahren. Wir müssen jetzt nur noch mal eine Strecke fahren. Jetzt gerade nicht angezeigt, damit wir die jeweiligen Haltestellen hier auf Level 8, glaube ich, war es, bringen. Hat gestern nicht ganz gereicht, deshalb machen wir es heute nochmal. Und dann denke ich, können wir endlich den Flughafen ansteuern. Kolios TV, moin. Ich hoffe, alles gut bei dir. So. So, ich muss ganz kurz was einstellen hier. Also, dann fahren wir jetzt einfach mal blitzschnell diese Strecke mit unserem Gelenkbus in diesem Fall. Und hoffen dann mal, dass die, sag mal schnell, die Stationen dann auch auf Haltestelle auf Level 8 sind. Dann fahren wir den Flughafen endlich an. Endlich. Moin Fabian. Jo, alles fit. Ich hoffe bei dir auch. Länger schulfrei bis zum 4.5. Tja, ihr habt es gut. Ihr habt es gut, ihr Schüler. Boah, Alter, was war das denn? Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so prickelnd. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Die Fahrt ist sowieso jetzt mehr oder weniger egal. Wir wollen ja nur schnell die Stationen nochmal hochziehen. So. Das kostet jetzt natürlich richtig Asche. Schöner Bus, dieser DLC-Bus. Ich brauche eine Fahrkarte. Du hast keine Lust mehr, wenn man 5 Wochen zu Hause ist. Glaube ich dir. Aber warte mal ab. Wenn es dann irgendwann wieder losgeht mit der Schule, dann denkst du dir auch, scheiße. Naja, aber es ist ja nicht so. Man muss nun mal das Beste aus dem machen. Also aus der Situation machen, wie sie gerade ist. Das hilft ja nun mal nichts. Einfach das Beste draus machen. So. Der Fußgängerkiller ist unterwegs. Fahre mit. Oh, warum ist denn da jetzt schon wieder irgendeine Tür verriegelt? Ich kriege heute die Krise. Das geht ja richtig gut los hier. Welche Tür ist hier verriegelt? Sperren, sperren. Sperren, sperren. Ich habe die da vorhin alle geöffnet. Sperren, sperren. Ach, da ganz hinten. Ah, ich war ganz hinten nicht. Ich Idiot. Naja, spielen wir einfach mal auf der Kreuzung. Wie gesagt, ist aktuell eh nicht so wichtig. Wir wollen nur die Haltestellen, die uns da noch fehlen, auf Level 8 bringen. Oh, das passt auch gar nicht für die Leute. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man dass die KI nicht zum Beispiel so ein Stück zurücksetzt, wenn sie sieht, okay. Jetzt ein bisschen eng. So was wäre natürlich noch ganz cool gewesen. Ich sag mal, gerade so mit diesem Gelenkbus, das ist ja eh relativ schwer an vielen Situationen hinzukommen oder vorbeizukommen. Ja, hinten ist dunkel.
dunkel, keine Abteilbeleuchtung an. Oh, Alter, der bremst aber auch nicht. Der will nicht so, wie er will. Oh, dieser Bus gefällt mir. Ich brauche eine Fahrkarte. Gut, Tagesstudententicket. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Die Haltestellen hier gleich alle auf dem Level 8 angekommen sind, ist mir das alles jetzt erstmal wurscht. Danke. Dann fahren wir endlich mal zum Flughafen. Offiziell mit Haltestellen. Mahlzeit, hier. So. Hui, voll hier vorne. Was ist hier hinten denn so dunkel? Oh, die kommt zur Party, halten Sie, oder? Na klar. Ich freue mich da alle rum, dass es so dunkel ist. Wo ist denn dieses blöde Fahrgastabteil? So, bitteschön. Sind Sie jetzt zufrieden, die Herrschaften? War alles helliger Tag, da brauchen wir noch keine Beleuchtung hin. Abends könnt ihr es ja verstehen, aber nicht. Oh Mist! Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Weiß jemand, wann die Friseure wieder aufmachen? Muss ich echt mal wieder schneiden. Keine Ahnung. Das ist ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich jetzt. Mit den ganzen Regelungen. Eine Fahrkarte, bitte. Zur Not selber machen. Danke. Ihr habt Probleme, Leute. Scheiß auf den Friseur. Der Friseur ist mit das Letzte, an woran ich denke, was wieder öffnen soll. So, dann noch zwei Haltestellen. Dann hoffe ich, dass wir die Level endlich haben. Kein Praktikum wegen Corona. Ja. Das ist nun mal aktuell so, ne? Leute, es gibt Schlimmeres. Die Zeit ist auch irgendwann wieder vorbei und dann wird alles wieder besser. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Seid froh, dass ihr gesund seid. Danke. Das Wichtigste. Eine Fahrkarte, bitte. Das Allerwichtigste. Danke. Gut, dann ab zur Endhaltestelle. Wenn in der Grünen immer Gas gibt. So, mal sehen, ob uns einer vorlässt. Wahrscheinlich nicht. Der scheint uns vorzulassen. Das ist sehr freundlich. Ich hab's geahnt. Ich hab's fast geahnt, dass ich diese Scheißdings mitnehme. Der lenkt auch nicht so richtig rüber. Warum fährt jetzt? Oh, Leute, ey. Der Tag hier fängt richtig beschissen an. Es kann doch nicht sein, dass er da jetzt nicht rumkommt, ey. Jetzt hängt er da mit dem Außenspiegel gegen. Meine Fresse. Kann es doch nicht sein hier. Na super. Das Problem ist natürlich, es geht hier auch nicht wirklich was vor und nichts zurück. Och Mann. Ja, super. Ah, jetzt kommen wir ein Stück zurück. Dieses Gängeschalten ist natürlich auch für den Arsch, dass man hier nicht die Möglichkeit hat, anders zu schalten. Ich denke nicht, dass man auf die Start- und Landebahn fahren kann. Das kann ich mir also nicht vorstellen. Ich meine, das ist ja hier ein normaler Bussimulator. Warum sollte man da auf die Start- oder Landebahn fahren können?
Wäre ja Blödsinn. Kein normaler öffentlicher Nahverkehrsbus fährt ja auf die Start- oder Landebahn. Das wäre ja unrealistisch. So, jetzt hoffe ich, dass wir die Level da voll haben. Aber ich habe meine Zweifel. So, alles raus. Gucken mal. Ja, ja, das wollen wir uns gar nicht erst angucken. Das war ja gerade schlecht. Doch, es hat gereicht. Perfekt. Na, da ist er. Hi, Michael hier. Gute Nachrichten. Wir haben endlich die Berechtigung für die Flughafenhaltestelle bekommen. Wir sollten diese möglichst schnell mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Stadt verbinden, um den Reiseverkehr zu reduzieren. Bitte verwende nur deine besten Fahrer für diese wichtige Route. Gut. Damit haben wir das Ziel also jetzt auch schon mal geschafft. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Erstelle eine Strecke, die die folgenden Haltestellen verbindet. Flughafen, Hauptbahnhof, okay. Füge mindestens 7 Ass-Fahrer hinzu, 7 Busse. Fahre die Strecke, wenn Fahrer und Busse zugewiesen sind. Erhöhe die Level aller Kehrstedt-Bushaltestellen auf. Oh Gott. Okay. Dann wollen wir mal. Fangen wir am Flughafen an oder hören wir am Flughafen auf? Das ist mal eine gute Frage. Ich glaube, wir hören am Flughafen auf mit der Strecke. Ich würde sagen, wir beginnen am Zopp. So, da hätten wir schon mal den Zopp. Dann sollen wir zum Hauptbahnhof. Der ist doch irgendwo hier hinten. Der will jetzt tatsächlich alle... Achso, mindestens 7 Haltestellen in der Stadt. Okay, ich dachte gerade, der will jetzt tatsächlich alle haben. So, jetzt fährt er da so komisch durch, ey. Dann können wir da auch direkt 2, 3, 4, war der Hauptbahnhof da, 4, 5, 6, dann nehmen wir 6, ich überlege gerade mal, 6, na komm, nehmen wir den noch, haben wir schon mal 7, so mindestens 7 Haltestellen in der Stadt. Den zentralen Omnibus haben wir, den Hauptbahnhof haben wir und dann brauchen wir den Flughafen noch. Der ist hier ganz unten dann. Zack. Den nehmen wir als Endhaltestelle. Und dann ja, müssen wir hier unten Kehrstadt nachher noch ein bisschen erweitern, verbessern, wie auch immer. So, mehr brauchen wir ja nicht. So, das speichern wir erstmal. Folgende Bushaltestellen sind zu klein für Gelenkbusse. Okay, wir wollen auch gar keinen Gelenkbus fahren. Mal kurz gucken. Also 7 Fahrer, 7 Busse brauchen wir noch. Fahre die Strecke. Und, okay. So, dann müssen wir aber nochmal, würde ich sagen, erstmal nochmal 1-2 Strecken löschen. So, also 7 Ass-Fahrer brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 und Busse. Gelenkbus, ist das jetzt ein Gelenkbus da oben, der 12 Meter Bus? Ne, ich glaube nicht, oder? Wir nehmen den nochmal raus. Also wir nehmen erstmal den Citaro K, die sind auf jeden Fall kleiner. Den können wir, glaube ich, mit reinhauen. Zack. Dann nehmen wir nochmal so ein Business-Ding, noch ein Business-Ding und noch einen von denen. Was? Ich muss die Strecke nochmal überarbeiten. Die wurde nicht abgehakt. Ne, die wird auch nicht abgehakt. Die wird erst abgehakt, wenn du sie auch gefahren hast. Vorher wird sie nicht abgehakt. Es ist ja alles drin. Der Flughafen ist drin, der Hauptbahnhof, zentraler Omnibus und mindestens 7 Haltestellen in der Stadt sind auch drin. Das wird alles gleich nach dem, nach der Fahrt abgehakt. So. Dann fahren wir mal. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir jetzt keinen Feiertag oder sowas haben. Ja, komm, wir nehmen einfach mal den. Bitte kein Feiertag. Ich habe keine Lust. Oh, Gott sei Dank. So, so. So. Nix wie rein in das Stück. Und
dann geht's gleich rüber zum Bahnhof. Ja, zum Bahnhof sei schon, zum Flughafen. Zündung ist an, Motor ist an, Licht ist an, Handbremse ist gelöst. So, den machen wir aus. Die Fahrgastabteilung brauchen wir ja. Vorne. Ne, der ist glaube ich aus jetzt, ne? Jetzt ist er an. So. An, an. Gut, dann geht's los. Flughafen, wir kommen. So, Haltebucht Nummer 4, sage ich jetzt mal. Tatsache. Aha, bin ich gut. Bin ich gut. Flughafen, wir kommen. Könnte ein bisschen spät gewesen sein. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Perfekt. So. Es ist viel zu heiß draußen. Viel zu heiß draußen, ja. Eine Fahrkarte, bitte. Tageskarte, wo wollen Sie denn hin? Möchten Sie zu unserem neuen Flughafen? Danke. Gerne. Ich bin gespannt auf die neuen Stationen. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Welt hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Vor allem haben wir noch einige Stationen mehr, die wir freischalten. Der Flughafen war ja noch nicht das letzte. Dann kommen noch einige Stationen auf uns zu. So. Ich finde es ja nicht cool, dass da auch Flugzeuge rumfliegen und man auch Flugzeuggeräusche hört. Ja, wäre auch blöde, wenn nicht. Das muss man ja schon dazu nehmen, wenn da schon ein Flughafen ist. Ich meine, ist ja mit den Zügen, die hier rumfahren, ja das Gleiche. So, Handelszentrum. Ah, ich hasse so diese ganzen Vorfahrtsgewehrenstraßen und rechts vor links und was es nicht so alles gibt. Wer sowas erfunden hat, den muss man echt in die Sahara schicken. Meister, jetzt wärst du 10 Mal hättest du da schon fahren können. Mindestens. Komm, fahr zu, der bleibt stehen. So, das soll ich fahren. Dankeschön. Wir kommen. Ich muss schon mal nach links blinken, damit da keiner mehr nicht so weit sieht. Und auch vielleicht dann kann ich bitte eine Fahrkarte steht. Haben? Natürlich können wir eine Fahrkarte haben. Wir kommen 2,80 zurück. Danke. Bitte schön. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Gleich mehrere. 2 Senioren-Tickets. Danke. Gerne. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Standard. Passend, so liebe ich das. Gut, wir warten alle schön aufgrund des Blinkers. Nächster Halt, Rathausgasse. Aber gut, dass ich hier keinen Gelenkbus jetzt genommen habe. Das wäre recht eng geworden. So, Rathausgasse, hier mit einem LKW vor der Nase. Nun komm. Das ist unser Kollege da vorne oder Kollegin, ich weiß es gar nicht. Eins von beiden. Nächster Halt, Rathausgasse. Mahlzeit.
Das Wetter ist einfach wundervoll. Das Wetter ist wundervoll. Eine Fahrkarte. Stimmt. Nicht nur im Spiel. Das hat schon die ganze Zeit draußen im Garten gesessen, weil es echt richtig schön angenehm ist. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Richtig klasse Wetter heute. So. Hier haben wir eine relativ lange Strecke ohne Haltestelle. Wenn es dann zum Flughafen runter geht. Runter in den Süden. Ist schon echt eng hier. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Das ist echt eng. Eine Fahrkarte bitte. Einzel-Senioren-Ticket. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte bitte. Standard. Ist der Iveco mein Lieblingsbus? Nee, ich habe eigentlich keinen Lieblingsbus. Jeder Bus hat irgendwie Vor- und Nachteile, aber einen wirklichen Lieblingsbus habe ich nicht. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Man muss halt schon so ein bisschen gucken, was für eine Strecke man fährt, dass man da halt wirklich auch einen Bus nimmt, der halt für die Strecke geeignet ist. Ne? Das war ja von vornherein beim Erstellen der Strecke schon klar, dass man hier mit dem Gelenkbus eigentlich nicht durchkommt. Oder wenn, dann wirklich nur mit großen Problemen. Du kommst zur Party im alten wahrscheinlich Sägewerk, auch noch einigen oder? Unfällen. Aber einen wirklichen Lieblingsbus besitze ich nicht. Auch wenn mir dieser MAN aus dem DLC-Pack ganz gut gefällt, dieser Gelenkbus. Aber nö, Lieblingsbus gibt's nicht. So. So, nochmal weiter rüber. Laute Musik an. Doch ist der vor uns. So. Ach komm, Alter. Du kannst auch schon bis auf die Kreuzung rauffahren. Was ist denn dein Problem? Hast du denn einen Führerschein gemacht? Komm, 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 komm. Die kriegen wir noch hier. Jawohl. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? So, schon wieder. Also, sehr kurvenreich auf jeden Fall. Die wir hier abfahren müssen. So, der will nach links. Ist natürlich auch schön, dass man bei den KI-gesteuerten auch die Blinker halt sieht, ne? Dass man weiß, in welche Richtung wir fahren wollen. So, Meister, alles frei. Gas. Deiner lauten Musik. Nächster Halt, Pionikgasse. So. Be a tourist in your own town. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay, Einzelstandard. Danke. Und viele Haltestellen sind nicht mehr. Und dann geht's Richtung Flughafen. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Gut, wirklich pünktlich sind wir nicht, aber was sollen wir machen? Wenn wir nicht vorankommen, kommen wir nicht voran. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir am Flughafen pünktlich ankommen. Sofern wir da fließenden Verkehr haben, wie man so schön sagt. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Hey, was machen Sie so? Ja, so. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgesetzt. Komm, komm, komm! Wir haben keine Zeit. Wiedersehen. Tschüss. Keiner, der einsteigen will, oder was?
jetzt, ne? Da laufen die vorbei. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße okay an. Das war's. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Tja. Die Leute schmeißen ihren Müll halt überall hin. Wie im wirklichen Leben. Zimmermannstor. Hauptbahn. So. Noch ein paar Minütchen, dann haben wir den Flughafen erreicht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ach, Scheiße, das staut sich hier ja schon wieder. Weg sind sie. Gas. So. Auch schick aus hier so am Hauptbahnhof, finde ich. Muss man ja schon mal sagen. Ich glaube, jemand hat etwas verloren. Ach nö, nicht schon wieder. Ich hasse das, wenn Leute was im Bus vergessen, ey. Frisst so die Zeit, ey. So, wo ist derjenige oder diejenige? Da ist er. Danke. Bitte, so was ging ja noch. Das ging relativ fix. Und wir können direkt weiter. Und jetzt geht es Richtung Flughafen, Leute. Nächster Halt. Endstation Flughafen. Nächster Halt, Flughafen. Endstation. Bitte alle aussteigen. Sehr cool. Also wir haben jetzt fast 11 Minuten Zeit, um den Flughafen zu erreichen und pünktlich zu sein. Sollte klappen, würde ich sagen. Sollte klappen. Cool. Endlich Flughafen. Endlich. Komm, fahrt. Wir wollen zum Flughafen. Bis der Bus hier aus dem Quark kommt, das dauert aber auch. So. Ich kann das Wochenende kaum mehr machen. Auf geht's. Zum Airport. Ab in den Kreisverkehr. Dann gucken wir gleich mal weiter, ne? Würde ich sagen. Richtung Hafen und Steineck. Wir wollen ja zum Flughafen und nicht zum Hafen. So, wir waren ja schon in der letzten Folge recht dicht am Flughafen. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Über die Autobahn. So. Mann. Eine ganz schicke Landschaft hier, ich finde. Zack. Flughafen, wir kommen. Steht ja auch dran hier. Ich hab bestimmt Flughafen. So. Oh. Sind alle zum Flughafen hier oder was? Also hier geht's Richtung Kehrestadt. Dann haben wir ja noch Sonnen, wie ist das Ding? Ich glaube Sonnenstein oder Sonnenstein oder so. Sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Und da haben wir auch noch Stationen, die wir freischalten können. Wie gesagt, durch die Map-Erweiterung sind es ja 20 Stück insgesamt, die dazugekommen sind. Aber die interessieren uns erstmal nicht, denn uns interessiert erstmal der wunderschöne Halt am Flughafen. Muss ich jetzt hier raus? Nee. Ich glaube, ich muss hier weiterfahren, wenn ich das richtig sehe. Der LKW, was ist los mit dir, scheiß LKW? Bremst doch ab, du siehst doch, dass ich blinke und hier rüberfahre. So, muss
60 sein, ne? Genau. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Oh, nee, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Ah, Leute, Flughafen, wir kommen. Ich bin gespannt, ob man überhaupt da jetzt auch etwas vom Flughafen sieht, an der Haltestelle. Das ist halt auch die große Frage. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Aber ich denke mal schon, dass man da auch ein bisschen was vom Flughafen sehen wird. Also den Tower haben wir gestern auch schon mal aus der Entfernung ein wenig sehen können. Klar, es ist kein Riesenflughafen, weil es halt auch keine Riesenstadt ist, in der wir hier leben und arbeiten. Aber ich denke mal, der Flughafen ist zumindest groß genug, dass dort ein paar Flieger starten und landen. So, die Frage ist halt, ob diese abgesperrten Bereiche, ob wir die eventuell sogar auch irgendwann nochmal freigeschaltet bekommen. Entweder halt so freigeschaltet bekommen oder halt auch durch eine weitere Map-Erweiterung, das ist die große Frage. So, da hinten sehen wir schon wieder eine Kirche, hinten links oder vorne links. Der Bus ist aber schon sehr lahm, also bis der hier irgendwie wirklich aus dem Quark kommt, das dauert schon. Da war ein Schlagloch, sind wir mal geschickt drumrum. So. Wenn ich jetzt auch alle Stationen gerade richtig verbunden habe, dann hätten wir auch gleich schon ein weiteres Ziel erfüllt. Und das läuft ja aktuell echt wie am Schnürchen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Schranke. Achso, eine Bahn. Ich dachte, das wäre so eine Art Zollschranke, habe ich schon gerade gedacht. Aber es ist eine Bahn, die hier fährt. Ein Zug. So, kann man schon mal losrollen, bis der Bus hier richtig im Gange ist. Das dauert ja. Auf Wiedersehen, Kirchstadt. Da sehen wir schon rechts einen Flieger, der startet. Sieht schon ganz nett aus, auf jeden Fall. Sieht nett aus. Also sind wir auch gleich, denke ich mal, am Flughafen hier geradeaus. Hier sind wir nämlich sonst immer rechts abgebogen, Richtung Westfield. So, Premiere. Hier zum ersten Mal berühren unsere Busreifen diesen Asphalt. Zum allerersten Mal. Das ist also die Premiere, die wir schon mal haben. Wir haben uns bisher noch nie befunden. Dort links sehen wir schon was vom Flughafen, den Tower. Also wie gesagt, der Flughafen nicht allzu groß. Das hat man auf der Map ja schon erkannt. Also kann man nicht vergleichen wie den Flughafen natürlich wie in, keine Ahnung, Hamburg, Frankfurt und so weiter. Aber wir sehen da schon mal die Parkplätze auch. Also sieht im ersten Blick ganz nett aus. So. Okay, der Fußgänger geht weiter ab in die Einbahnstraße und da sehen wir auch schon den Tower. So, mal ein bisschen Zeit lassen hier. Ordentlich Parkplätze. Da rechts der Tower. Das scheint dann hier wohl die, genau. Hier haben wir den Flughafen, die Ankunftshallen und so weiter und so fort. Wir hören auch schon wieder die Flugzeuge. Das ist ja gerade irgendwo direkt über uns geflogen. So. Aller Ruhe, ganz ruhig lang cruisen.
Bitte Haltebucht 3. Ja, okay. Das ist Haltebucht 1. Hier haben wir Nummer 2. International Airport. So, da starten schon wieder irgendwo Flieger. Wo wir die auch irgendwo sehen können. Da ist er. Absolut pünktlich. Danke sehr. Da fliegt er weg. Der Lümmel. Ja, aber schon. Ist schon schick. Das muss man schon sagen. Also, ist nicht schlecht. Dann räumen wir mal den Müll hier kurz weg. Wo auch immer der liegt. Da hinten. Dann gehen wir mal kurz nach draußen. Gucken uns mal hier so ein bisschen den Flughafen an. Auch schön hier die Fluggäste mit ihrem Gepäck. Taxen, die hier parat stehen. Aber sind schon so Kleinigkeiten, die natürlich wieder sehr, sehr geil sind, weil es einfach zum Flughafen gehört. Mahlzeit, die Herren. Ist schon, das ist schon echt cool gemacht. Hier so eine kleine Snackhütte. Kann man hier irgendwas sehen? Ne, da kommt man leider nicht weiter. Aber ist auf jeden Fall so ein Flugzeughangar. Schon, schon nicht hässlich. Auch schick hier drüben. Der International Airport. Ja. Schick, schick. Cerberus. Moin, mein Guter. Rechtzeitig zum ersten Mal am Flughafen. Ja. Also, das ist unser Flughafen. Sehr schick. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da natürlich noch an Haltestellen freischalten werden. Da ist wieder ein Flugzeug. Oh, das landet diesmal. Das sieht schon nicht schlecht aus, muss man schon sagen. Dafür, dass wir hier wirklich nicht die allerbeste Grafik haben, sieht es aber schon ganz geil aus. Und der Sound ist halt sehr cool, ne? Also vom Sound her ist das wirklich sehr geil gemacht. Allgemein, das ganze Spiel hat einen ganz geilen Sound. Die Busse und so weiter, das hört sich schon alles sehr gut an. Ist schon cool gemacht. So, dann fahren wir mal einfach noch mal so ein Stück hier den Flughafen raus. Und dann werden wir einfach mal gucken, wann wir halt noch die weiteren Haltestellen freischalten, die wir ja noch haben. Ja, aber schon. Schon laut, diese Flieger auf dem Ohr hier, würde ich schon sagen. Schon krass. Also schon ein großes Gelände auf jeden Fall. Das ist schon ein riesengroßes, also sieht wesentlich kleiner aus auf der Map. Aber im Vergleich zur Map ist das schon riesengroß, muss man sagen. Okay. Dann beenden wir die Fahrt hier einfach mal. Ist ja relativ gut gelaufen, Gott sei Dank. So, Flughafen, da waren wir also jetzt endlich mal. Und da müssen wir gleich mal gucken. Warum hat er die jetzt nicht genommen? Bist du auch so gehypt auf Last of Us und Cyberpunk? Last of Us, sage ich dir ganz ehrlich, nein. Mir hat der erste Teil sehr, sehr gut gefallen. Der zweite Teil, was ich da in Videos und sowas schon gesehen habe, weiß ich nicht, hat mir nicht so wirklich zugesagt. Also Last of Us interessiert mich eigentlich weniger, ist ja sowieso verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Cyberpunk auf jeden Fall, hatte ich mir eigentlich auch vorbestellt, aber da dies ja auch verschoben worden ist auf den, ich glaube jetzt im September soll es glaube ich jetzt erscheinen, werde ich es mir für die PS4 definitiv nicht mehr zulegen, weil dann ja sowieso schon ein paar Monate später die PS5 kommt und dann werde ich es mir eher für die PS5 kaufen. Mindestens 7 Haltestellen in der Stadt. Aber in der Stadt, das ist doch hier oben in der Stadt, oder nicht? Oder will er jetzt tatsächlich alle verbunden haben, die blinken? Da müssen wir das auf jeden Fall nochmal neu erstellen. Dann löschen wir die nochmal oder stellen die nachher nochmal komplett neu.
Ja, also wie gesagt, Last of Us, das reizt mich irgendwie überhaupt nicht, der zweite Teil. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die jetzt wirklich komplett alle anbinden sollen hier, oder? Mindestens 7 Haltestellen in der Stadt steht da, aber nicht alle Haltestellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die hier alle verbinden sollen. Das wären doch viel zu viele. Das kann doch nicht sein, ey. Den Flughafen hatten wir, den Hauptbahnhof hatten wir, den zentralen Omnibusbahnhof hatten wir. Mindestens 7 Haltestellen in der Stadt hatten wir doch auch. Mir doch jetzt keiner sagen, dass wir hier wirklich alle. Das ist doch ein Scheiß hier jetzt, ey. Also den letzten Teil von Last of Us fand ich zum Beispiel aber auch nicht so berauschend, muss ich sagen. Ich finde, die Teile haben irgendwie von Teil zu Teil immer mehr nachgelassen, finde ich persönlich jetzt. Ist halt so mein Geschmack. Oh, Alter, nun geh doch da auf diese blöde Station rüber. Das kann doch nicht sein, ey. So, jetzt haben wir das Ganze. Warum nimmt er die denn jetzt nicht? Warum nimmt er denn immer die? Jetzt aber. So, dann nochmal dahin. Dann nehmen wir halt erstmal. Oh Mann, ey. Dann nehmen wir erstmal die. Dann die. Die. Da fährt aber auch so ein beschissener Kringel wieder, ey. Das ist doch. Oh Mann, ey. Warum nimmt er denn jetzt die eine da nicht dazu? Rathaus Park, so. Bringt jetzt aber auch nichts, weil er die jetzt auch nicht drin hat. Boah, ist das ein Scheiß, ey. GTA 6, ja, habe ich ja gestern auch schon gesagt, also GTA ist definitiv nicht meins. Werde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen, den sechsten Teil. Ich habe zwar bis jetzt auch, ich glaube, fast jeden GTA-Teil besessen, aber GTA ist irgendwie nicht so mein Fall. Ist mir zu langweilig. Die erste Zeit, die ersten paar Spielminuten macht es irgendwie Spaß, aber danach lässt es dann auch für mich persönlich absolut nach. Ist mir jetzt auch scheißegal, wie das hier aussieht. Hauptsache die. Nein, jetzt hat er die rausgenommen. Oh. So, jetzt müsste es, glaube ich, stimmen. Hauptsache wir haben die Strecken gleich einmal alle verbunden. Oh Mann, dass man auch nicht festlegen kann, in welche Richtung die Dinger hier irgendwie fährt. So. Fährst bestimmt 7 Stunden. Ja. Aber was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, warum es eben nicht funktioniert hat. Ich habe ja eigentlich alles so verbunden, wie es da stand. Und da stand ja mindestens 7 Haltestellen. So, und ich hatte ja 7 hier in der Stadt ausgewählt. Also wähle ich jetzt einfach alle die aus, die blinken. Weil ich hatte ja eben alles. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat. So. Zeigen, was zeigt er da an? Ne, die habe ich ja gerade erstellt. Daraus geht. Ah, jetzt hat er sie auch genommen von der Verbindung her. Okay. Jetzt hat er sie genommen, komischerweise. Füge mindestens 7 Assfahrer. Das hatte ich ja gerade auch schon. So, 3, 4, 5, 6, 7. Dann nochmal die Busse hinzufügen. 'Den nehmen wir aber nochmal raus, dafür setzen wir den rein. Fahre die Strecke, jetzt muss ich die Strecke natürlich nochmal neu fahren. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen für den Arsch.
mir gar keinen Bock drauf, das Ding nochmal. Aber okay. Erhöhe die Level aller Kehrstadt-Bushaltestellen auf 9. Muss ich dann auch nochmal machen. Kehrstadt war ja die hier unten. Da gucken wir dann. Wobei, warte mal. Da könnte ich aber auch nochmal. Kehrstadt. Gucken wir mal. Level 9. Die ist schon auf 9. Die ist erst auf 8. Die auch auf 8. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal dahin noch. 8. 8. Zack. Zack. Dann technische. Dann diese. Und diese. So, da können wir auf jeden Fall schon mal ein paar KI-Fahrer hinschicken. Würde ich sagen, machen wir einfach mal 5 Stück. So, und ein Bus weiter. So, dann können die da schon mal fahren und ich muss dann leider Gottes diese Strecke noch mal fahren. Aber bitte nicht am Feiertag. Das mache ich auf gar keinen Fall. Und ich nehme auf jeden Fall diesen kleinen schnuggeligen Bus, weil, machen wir denn den DLC-Bus. Der zieht nämlich auch gut. Der hat eine gute Beschleunigung. Wo haben wir ihn denn? Der hier. Der Citaro K. Klein, aber oho. Okay. Kein Feiertag, sonst breche ich das Ding nämlich ab und starte nochmal neu. Okay. Und wir fahren sogar noch nachts. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir sehr, sehr wenig Kundenverkehr haben. Wir können uns ja auch die Tür hier öffnen. Eigentlich. Jetzt. Okay. Wollte nicht beim ersten Mal. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen längere Fahrt vor uns, aber haben dann zumindest wieder die Ziele soweit abgeschlossen. Zack, zack. Piep, piep, macht er. Aber das ist gar nicht der Bus, den ich haben wollte eigentlich. Aber egal. Gut, jetzt nehmen wir den einfach. So, Führerstandbeleuchtung mache ich aus. Fernlicht machen wir an. Fernlicht? Ne, Fernlicht wollte ich auch nicht anmachen. Wo sind das? Da, Fahrgastabteil wollte ich anmachen und den Fahrkartenautomat. So, Leute, da haben wir jetzt ein paar Minuten Fahrzeit vor uns. Ach du Scheiße. Naja. Das einzig Schöne, wir können noch mal zum Flughafen rüber. Und wir werden auch noch mal ein bisschen Kohle machen. Ich hätte mal Schnellstart wenigstens machen können. Dann hätte ich hier schon mal gefühlte 30 Minuten weniger. Weil ich ja jetzt erstmal zur ersten Haltestelle muss. Die ist ja schon mal ein Arsch weit weg. Andrean, moin. Da hast du ja ganz knapp den neuen, wunderschönen Flughafen verpasst. Wenn du jetzt nochmal 1,5 Stunden dran bleibst ungefähr, dann könntest du ihn nochmal sehen. So. Bin mal gespannt, wie der Flughafen so bei Nacht aussieht. Ob es da wirklich relativ hell beleuchtet alles ist oder nicht. Bunt beleuchtet, wie auch immer. So, der biegt ab. Vorne ist ein Schlagloch, habe ich gerade schon gesehen. Lass mal zocken. Ne, im Moment leider nicht, sorry. Im Moment zocke ich Singleplayer. Damit ich meine restlichen Stationen auch alle noch freigeschaltet bekomme. Weiterhin muss ich auch noch eine Strecke erstellen, wo alle Bushaltestellen in einem Netz vorhanden sind. Fällt mir mal gerade so ein. Gibt übrigens noch eine Trophäe. Mir fehlen auch, glaube ich, dann nur insgesamt jetzt nur noch 2 Stück. Und dann habe ich sogar Platin in meinem Bus-Simulator. Das war einmal eine Strecke mit allen Haltestellen und das andere war, ich glaube, alle Haltestellen, glaube ich, freischalten oder alle Missionen abschließen oder irgendwie sowas. So, Siegwalden. Nächster Halt, Siegwalden. Lido. Eine Fahrkarte bitte. Kein einziges Standardticket. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Leute jetzt hier fahren, damit wir die Strecke einigermaßen schnell umfliegen. Für 1,5 Stunden bräuchten wir jetzt definitiv. Aber mal gucken, wie wir hier
vorankommen. Oh, ich das schon wieder lese, eine Tür blockiert sein, ey. Geh mit deinem Hintern bitte rein. Vielen Dank auch. So. Ja, die Beleuchtung vorne beim Fahrer habe ich immer aus. Das sieht immer so ein bisschen. Ups, Schlagloch. Sieht immer ein bisschen bescheiden aus. Oh, noch ein Schlagloch, das gibt's ja nicht. Wenn man da die Beleuchtung anhat. Daher lieber aus. Alter, überall Schlagwerke hier, Leute. Seht ihr das? Überall. So. Hier bin ich auch schon ewig nicht mehr reingefahren. Also einige Wege, einige Strecken, Straßen, Stationen, die kennt man ja schon mittlerweile fast in- und auswendig. Hier bin ich bisher noch nie reingefahren. Ich muss sagen, hier der Mercedes, da gefällt mir zumindest so die... Schlagloch. Da gefällt mir zumindest die Ansicht des Cockpits ganz gut. Nächster Halt, Siegwald. So. Nee, wenn du die ganze Zeit mit Fernlicht fährst, Fabian, dann kriegst du irgendwann Minuspunkte. Fernlicht wird ja nur in bestimmten Situationen eingeschaltet. Wenn du, keine Ahnung, über eine Landstraße fährst zum Beispiel und da kommt dir keiner entgegen, dann kannst du Fernlicht. Aber wenn du hier in der Stadt jetzt auch die ganze Zeit mit Fernlicht fährst, dann kriegst du irgendwann Minuspunkte. So. Man merkt, der Fabian ist kein Autofahrer. Okay. Naja, so haben wir zumindest in einer Folge zweimal den Flughafen. Einmal bei Tag, einmal bei Nacht. Das ist doch auch schon mal ganz schön. So, scheint auch hier keiner mehr einsteigen zu wollen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Nö. Dann machen wir die Tür dicht und fahren direkt weiter. So liebe ich das. So kommen wir zumindest schnell voran. Auch wenn wir trotz alledem immer noch nicht so ganz pünktlich sind. Blitzer, Vorsicht. Nee, Schüler. Ich weiß, dass du Schüler bist. Das weiß ich. Das weiß ich. So. Ah, Schlagloch schon wieder. Da war schon wieder so ein kleiner, versteckter Blitzer. Zumindest mal ein paar Meter bis zur nächsten Haltestelle. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. I bring havoc. Moin. Moin, moin. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Immer sieht man die Dinge auf den letzten Drücker hier. Radovanovic-Brücke. So. Radovanovic-Brücke. Wieder ein Schlagloch. Wahnsinn. Naja, am neuen Flughafen war zumindest kein Schlagloch. Da ist alles noch niegelnagelneu. So. Die Ampel kriegen wir noch. Na klar. Und wieder so ein Spinner, der auf unserer Haltestelle steht. So, weggehupt. Weggehupt. Danke sehr.
Bis dann. Was für eine Nacht. Ich bin völlig durch. Gibt's da nicht hier? Keiner will ein Ticket heute kaufen? Alle Schwarzfahrer oder alle... Sind die alle im Monatsticket hier? Naja, für uns nur gut. Nächster Halt, Siegelstraße. Wir wollen hier relativ schnell durchkommen. Die haben aber überall hier diese versteckten Blitzer, die hier genau hinter den Büschen und hinter den Bäumen immer stecken. Schweinehunde, man kann hier also nicht mal richtig Gas geben. Alte Sägeberg, da waren sie feiern, alle Mann. Eine Fahrkarte bitte. Oh, jetzt will jemand eine Fahrkarte haben. Das ist ja... Sie versperren die Tür. Oh, schon wieder jemand, der die Tür versperrt. Ich dreh am Rad. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. So. Ah, pünktlich sind wir im Moment. Das haut aktuell hin. So. Mal gucken, wie lange noch. Ich muss mal kurz mein Handy auf lautlos stellen. Das vibriert hier nämlich die ganze Zeit. So, weiter geht's. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ich höre nichts. So, Schlagloch. Gut abgebremst. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Dann fahr doch Fahrrad, wenn du meinst, wir sind zu langsam, Kollege. So, ab zum Zopp. Haltebruch Nummer 3. So. Bisschen weit genug rausholen, dass wir da irgendwo anecken. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Passt. Das passt. Ja Leute, noch genau eine Woche, dann habe ich endlich meinen Predator Hunting Grounds. Ich freue mich schon drauf. Da muss der Bussimulator wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Tage oder ein paar Wochen pausieren. So, was mit dem? Der will nicht einsteigen. Also voll ist der Bus nicht. Also rein theoretisch könnten noch Leute einsteigen. Wir haben noch ein paar Sekündchen Zeit, aber da will keiner rein. Gut, dann hoffe ich einfach nochmal, dass sie auf den nächsten Bus warten. Also der Bus ist nicht voll. Sie hätten einsteigen können. Okay. Ja, ist aber schon eine sehr kurvige Angelegenheit hier, muss man ja auch mal sagen. Die Stränge, die wir hier fahren. Oh Gott, wir müssen durch die ganzen Gassen da gleich noch durch. Leckt mich am Arsch, was für eine Strecke. So, warum fährt denn der grüne Frosch da vorne nicht? Der wäre ja schon 10-mal rumgekommen wieder. Zuck. Oh, Schlagloch. Oh Mann, diese Scheißlöcher. Naja, gibt Schlimmeres. Ist auch nicht so dramatisch, wenn wir die Schlaglöcher mitnehmen. Da gibt es Schlimmeres. So, junge Dame, Sie wollen bestimmt mitfahren. So, erst aussteigen lassen, genau. Ist das kalt heute? Ja, steigt sie mal einmal hinten ein. Na. Ob die nicht sogar schwarz fährt, aber ist uns jetzt egal. Sollte sie schwarz fahren. Wir wollen einfach nur die Strecke hinter uns bringen, die uns eh schon extrem viel Zeit kostet.
viel Zeit. So, jetzt können wir los. Bei unter einer Minute. Vorher nicht. Es gibt Schimpfe vom Chef. So. Und da hinten ist ein Flugzeug. Oben rechts am Himmel. Habt ihr es gesehen? Da hinten fliegt es. Als wenn es in der Luft steht, aber gut. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört ja, das noch diese irgendwer? Fahrgäste mit ihren komischen Geräuschen, die sie hier immer hören. Wir wollen uns noch Keks. So. Nee, Fahrkartenkontrolle machen wir nicht. Wir haben es eilig. Wir haben es sehr eilig. Oh, Leute, 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 habe ich fast geahnt. Wie kann ich da mal raus mit dir, Uschi. Im alten Sägewerk Party. So, Uschi ist raus. Es ist wieder hier. Solche Dinge hasse ich ja, ne? Wenn da vorne die Autos so dicht stehen. Und dann hat man hinten die Ampel bzw. Laterne. Dass man da aufpassen muss, dass man da nicht gegen ditcht. Mit Kleinbussen ist es ja relativ einfach noch, aber Probleme machen natürlich die etwas längeren und dann vor allem die Gelenkbusse. Freifeld-Titel. Einige Haltestellennamen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die bin ich einfach zu lange nicht mehr angefahren. Tschüss. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Gleich mehrere Fahrkarten. So, zwei Standard-Tickets. Danke. Gerne. Eine Fahrkarte bitte. So. Danke. Ja. So. Dann wollen wir mal weiter. Fahr! Oh, Alter! Du bist ja so zügig ab da vorne. Ein Glück gehabt. Schnell rüber hier. Und eine Baustelle. Ja, super. Und dann direkt dahinter die Haltestelle. Dr. Dollstraße. So. Eine Fahrkarte bitte. Natürlich, Standardticket. Ah, ich muss schon wieder so viel Dings rausgeben hier. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Wochenstandard. Passend. Danke. Voll. Sehr gut. So, ich komme hier relativ pünktlich wieder weg. Zentrum. Ah, die Ampel ist grün, warum fahren die denn nicht? Das kenne ich aus dem wirklichen Leben auch, da kriege ich immer die Krise. Wenn ich sehe, die Ampel ist grün und es fährt und fährt und fährt einfach keiner. Entschuldigung. Okay, kratzt mal jetzt. Da kriege ich immer die Krise dann, wenn die nicht fahren. So, ist das die Ampel, die Straße? Ne, eine weiter, ne? Ich glaube, hier ist das, okay. Da werden wir doch fast falsch abgebogen. So. Was denn jetzt? Oh nö, ey, da fährt er da tatsächlich gegen. Oh Alter, das kann doch nicht sein, ey.
Was haben wir mit dem scheiß Dings wieder hängen geblieben? Mit dem scheiß Außenspiegel da. Das Problem hatte ich schon mal. Hast du die letzte Folge... Nein! Nicht spoilern! Weil der Außenspiegel... Ja, guckt natürlich schon ziemlich weit nach außen. Na gut. Pech. So ist es. So ist es. Parkenden Autos. So. Alle aussteigen. Steigt aus, so viel wie geht. Keiner rein. Tschüss. Tschüss. Ich bin völlig durch. Okay, ich sehe schon. Ah, die will keine Fahrkarte. Dann können wir, glaube ich, direkt weiterfahren. Weiter. Was für den Typen? Will der rein jetzt? Ne, der will nicht mehr rein. Der wollte nicht mehr rein. Nächster Halt, Handelszentrum. Oh, das war knapp. Muss ich ein bisschen weiter ausscheren. Ein bisschen weit. Oh, die Ampel ist rot, habe ich gar nicht gesehen, die Ampel. Junge, Junge. Abruptes Abbremsen. Besser als eine rote Ampel mitzunehmen. Die habe ich gar nicht gesehen, die Ampel. Habe ich voll nicht gesehen. Da habe ich auf diesen Schriftzug da vorne geachtet, auf diesen Camporium. Camporium, irgendwas. Nächster Halt, boah, aber der Bus, der ist von der Lenkung her irgendwie komisch. Entweder schlägt der zu wenig ein oder der schlägt extrem mein weit ein. Mein Akku ist schon wieder leer. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Wochenstudententicket. Einmal 6 Euro zurück für die junge Danke. Dame. Gerne. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Sollen Sie bekommen. Danke. Und sofort weiter. Wir haben keine Zeit. Wir müssen weiter, 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 weiter. Immer weiter. Goliath-Gasse. Also Leute, eine Woche noch. Dann erscheint, oh Alter, da war doch noch grün. Dann erscheint Predator Hunting Grounds. Da wird Predator gezockt, Leute. So. Ja, also, es ist grün. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, zack. Schnell, 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 schnell. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Okay. Es läuft, es läuft. Ich liebe es ja, in so eine Einbahnstraße reinzufahren. Da kann allerdings keiner in der Kurve irgendwie entgegenkommen. So, schnell, schnell, schnell. Rechts nichts gesehen. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Oh, die mit ihrer Katze. Oh, da steigt schon mal keiner ein, das ist gut. Das ist gut. Alle raus, da raus, raus. Eine Person, zwei Personen. Ah, okay, jetzt kommen sie alle. Dritte Person. Und dann können wir auch schon direkt weiter. Also wir sind extrem gut pünktlich unterwegs. Nächster Halt, Flusspromenade. Flusspromenade. Ich würde mir echt wünschen, dass es irgendwann... Wenn es erst nächstes Jahr ist, aber wenn sie nochmal eine weitere Kartenerweiterung bringen würden, das wäre schon mega geil. Wäre schon mega. Das ist echt nicht mein Wetter. Das
echt nicht ihr Wetter. Das ist so schön. Der Himmel ist doch klar hier. Sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, als wenn es kalt wäre. Immer dieses Meckern über das Wetter. Immer, immer wieder. So. Service, ne? Finde ich auch. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstandard. Bitte schön. Zack, zack. Und das noch 15 Cent Schäden wieder. Gerne. So, jetzt haben wir noch ein paar Sekündchen, die wir hier auf jeden Fall warten müssen. Wir müssen ja immer bei mindestens unter einer Minute sein. Sonst wäre es einfach zu früh, wenn wir jetzt losfahren. Deshalb immer ein wenig warten. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier zurückkommen? Ah, das könnten sie auch nochmal. Das sind nochmal ein paar neue Kommentare da irgendwie mit reinhauen. Das wäre, finde ich persönlich, auch nochmal eine ganz geile Sache. Weil zum Teil irgendwann auf Dauer doch schon ziemlich nervig ist. Nach Monaten des Spielens. Keiner mehr, der einsteigen möchte. Dann geht die wilde Fahrt weiter. Also die Ampel ist eh rot, da hätte man noch warten können. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Schon wieder jemand mit einer Katze. Vorhin war es noch eine Frau, jetzt ist es ein Mann. Alle haben sie Katzen. Alle haben sie Katzen. Und Alf hat Katzen zum Essen gern. Oder eigentlich eher zum Fressen. So, was macht der jetzt hier? Der wartet auf diesen wilden Fußgänger, beziehungsweise die Fußgängerin. Komm, Oma. Schwingende Hufen. So. Dann haben wir auch gleich den nächsten Halt. Fischgrund. Absolut pünktlich. Danke sehr. Absolut pünktlich. Wenn man ein Ticket möchte, ich bin bereit. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel-Signor-Ticket. Bitte schön. 20 und dann. Doch, da 50 Cent Stücke. Geht halt manchmal ein bisschen schneller. Halt die 50er oder sowas rauszurücken, anstatt da irgendwie 2-3 Mal den Münzauswurf da zu ändern, also die Beträge. Achtung, Auto. So. So. Also die Pünktlichkeit ist gut. Das ist der Vorteil an den Nachtfahrten vor allem. Weil da in der Regel auch nicht so viel Verkehr ist, nicht so viele Zuschauer, hätte ich beinahe gesagt. Nicht so viele Fahrgäste, die mitfahren wollen. Hier haben wir jetzt aktuell ja auch niemanden einsteigt, sondern nur aufsteigen. Wie war das noch gleich? Ach stimmt, das war noch hier. So. Okay, da sitzt ein Marienkäfer auf meinen Knie. Da sitzt ein Marienkäfer auf seinem Knie. Nächster Halt, Seilerstraße. So. Das hat geklappt. Oh, da macht ein Zug tut. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad
und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Na du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Die und ihr altes Sägewerk immer. Anscheinend gibt es in dieser Stadt hier keinen anderen Laden, wo man Party machen kann, außer in diesem alten Sägewerk. So, da müssen wir jetzt einmal praktisch um das Gebäude einmal rumfahren, um an diese Haltestelle zu kommen. Vor allem von der richtigen Seite natürlich. So. Dann geht's zur Seilerstraße. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Ich guck gerade, ob man nicht woanders rein theoretisch schon reinfahren könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier einfach abbiegen können, aber wir lassen es lieber. Oh, du Spinner! Du musst warten! Rechts vor links, Kollege. Nee, wir lassen es lieber, weil wer weiß, nachher kommen wir doch nicht dahin, wo wir hin sollen oder ich wie auch immer. Überlege mir einen Hund. Das wäre ein bisschen bescheiden. Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre so, total. So, fahren wir aber hier jetzt rein. Aber ich weiß natürlich. Ganze Arbeit. Er will sich einen Hund anlegen, aber er weiß es nicht genau, wegen der ganzen Arbeit. Ja, ein Hund ist mehr ich Arbeit, als so viele denken. Hier holen wir uns was zu essen. Das muss man sagen. Gut. Dann haben wir die Seilerstraße. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Christina! Also die alte, die ist aber auch so ein bisschen psychopathisch veranlagt, glaube ich, so wie die redet. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Hoffentlich ist das der richtige Bus. Ich will nicht in Port Ember festhängen. So, noch jemand, der ein Ticket braucht? Also wir haben ja Ewigkeiten noch Zeit jetzt. Wir sind 2:30. Ja, zu früh, sag ich mal. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit und warten einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass noch jemand einsteigt, aber wir müssen warten, weil sonst, wie gesagt, gibt es ja Schimpfe, wenn wir zu früh losfahren. Minuspunkte und das wollen wir nicht. Ich glaube, ich werde krank. Da wird jemand krank. Das ist nicht so schön. Ja, wie gesagt, also warten. Bei 59 Sekunden, sag ich mal, kann man dann losfahren. Vorher sollte man nicht losfahren. Fahrkarten kontrolliert aber auch einfach mal nicht. Ich lasse die lieben netten Bürger dieser Stadt einfach mal in Ruhe. Sind ja eh nur diese zwei Herrschaften. Oh, da müsste er niesen. Wir sind ja nochmal jetzt zum zweiten Mal auf dem Weg zum Flughafen. Einmal am helligen Tage waren wir da und jetzt dann nochmal nachts. Welchen Film? Ja, klar. So, können wir schon mal den Blinker setzen und die Türen schließen. Dann geht es gleich in knapp 10 Sekunden weiter mit der wilden Fahrt. St. Polosen. Fahren wir dieselbe Haltestelle an? Nee, das ist diese andere Haltestelle. So. Nächster Halt, St. Paul's Inn. Der wartet, der lässt uns fahren. Ah, oh, nee! Hier muss ich raus. Da rutsche ich doch tatsächlich vom linken Stick ab. Das ist mir bisher auch noch nicht so oft passiert, dass ich mal vom Stick abgerutscht bin. Aber es ist mir tatsächlich passiert. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Schande über mein Haupt. Oh, da kam ein Auto, aber was haben wir noch geschafft? Einfach mal auf gut Glück hier die Kurve genommen. So. St. Paul's Inn. We are gleich da. Und wir fahren alle dahin, wo ich lang muss. So. Jetzt, wenn ich es richtig sehe, müssen wir hier wohl rechts rein. Ja, müssen wir. Aber hier sehe ich keine Haltestelle.
Das ist jetzt das zweite Mal bei dieser Strecke, dass ich mit diesem blöden Bus auf der rechten Seite irgendwo hängen geblieben bin, beziehungsweise leicht gegengefahren bin, wie auch immer. Immer mit der rechten Seite. Es liegt an diesem Bus. Der bekommt mir nicht. So, auch jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Wir holen Stefan ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägewerk. Das alte Sägewerk. So. Na komm, wenn wir doch die Zeit haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hopp. Was? Ah, okay. Achso. Klar. Wir haben alle eine Fahrkarte, da ist noch Müll. Augenblick, klar. Okay. Augenblick da, hier bitte. Nochmal Müll. Zweimal Müll und dreimal Müll. So, die haben wir auch noch nie gehabt in einer Fahrt. So, dann warten wir. Oh Mist, ich habe vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Die nächste ist diese andere San Paulo's Inn, praktisch von der anderen Seite jetzt. So, wir müssen noch ein bisschen warten. Ihr kennt das ja langsam mit dem Warten. So, jetzt können wir. Bei unter einer Minute, wie gesagt, können wir los. Alles drüber wäre schlecht. So. Dann fahren wir die jetzt also nochmal an, aber von der anderen Seite. Und zwar hier. Sprich, die andere Seite des Gebäudes. Oh, hier stehen schon ein paar mehr Leute. Mal gucken, ob jemand ein Ticket braucht. Bitte eine Fahrkarte haben. Das ist schon wieder höher. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Also einige Leute sind so bekloppt. Danke. 16 Euro zurück. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel-Senioren-Ticket. Danke. Bitte. Gut. Und wir fahren einfach mal weiter. Oh, die scheiß Tür, die steht ja tatsächlich immer noch in der Tür, die Person. Schön hinsetzen jetzt, Meisterlampe. Okay. Nächster Halt, Plöger Park. Plöger Park. Wo auch immer der liegt. Warum wir hier nicht links jetzt fahren könnten eigentlich, aber gut, wir fahren lieber so, wie es angegeben ist. Sonst sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher, bevor wir dann nachher irgendwo hinfahren, wo es vielleicht gar nicht weitergeht. So, Busbremsen. Also hier, wie gesagt, das ist definitiv eine Strecke, wo man auf den Gelenkbus verzichten sollte, weil hier mit dem Gelenkbus kommt man so gut wie nicht durch. Und wenn dann wirklich entweder mit gefühlten Tausenden von Unfällen oder halt mit zigtausendmal vor- und zurücksetzen und so weiter und so fort, also mit dem ganzen Rangieren. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Denn man muss ja natürlich schon versuchen, auch die Pünktlichkeit irgendwie einzuhalten. War das ein Geist? So. Und Endstation ist natürlich nachher wieder der Flughafen. Nächster Halt, Plöger Park. So. Mal gucken, ob jemand ein Ticket braucht. Oder eben nicht. Wahrscheinlich eher nicht, wie es aussieht. Gut, keiner Ticket. Dann geht die wilde Fahrt weiter. Und zwar gleich. Nicht zu früh. Jetzt. So, noch hier Plöger Park von der anderen Seite anfahren. Nächster Halt, Plöger Park. Also wie gesagt, ich muss noch eine Strecke erstellen, wo ich alle
freigeschalteten Stationen anfahre, in einer Strecke, in einer Route, in einer Tour, nennt es wie ihr wollt, das wird hart, glaube ich. Also das werden einige Stunden an Fahrzeit. Allein diese, was sind das hier, 14, 15 Stationen oder wie viele ich hier angetippt habe, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans Stationen und Christina verwandt sind. Allein die sind ja schon anderthalb Stunden. Das hat mich total umgehauen. Also mit anderthalb Stunden angegeben. Ich hätte gerne ein paar vorstellen, dass das wirklich extrem lange dann dauern wird. Danke. Bitte. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Und schon wieder welche, die im Sägewerk waren. Alles Sägewerk-Fans hier anscheinend. Nächster Halt, Rathauspark. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Hätte ich auch nicht gedacht, nee. Hans, der alte Schlawiner. Gut. Dann geht es hier weiter. Und wieder ein Schlagloch. Vorsicht. Und rüber hier. Schnell, schnell, schnell rüber. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ist schon Wahnsinn, ja. Also durch diese Stadt, durch diese engen Gassen und Straßen hier zu fahren, ey, das ist schon Wahnsinn. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Das ist schon cool irgendwie auch. Keine Frage. Ist schon irgendwie cool. Oh, Alter, erst bleibst du stehen, dann fährst du weiter. Gut, ist auch ein Pisser. Oh, da ist einer unserer Buskollegen. Perfekt, er fährt weg, ich komme an. Oder andersrum. Keiner will einsteigen. Das gibt's ja gar nicht. Zumindest nicht vorne. Ich blinke jetzt einfach schon mal nach links, damit uns da jetzt kein Fahrzeug mehr überholt. Wiederholt, sage ich schon. Türchen können wir auch schon mal. Und das finde ich halt auch so cool, ne? Dass man so diese ganzen Geräuschkulisse halt, dass wenn man die Türen halt schließt, dass es dann halt wesentlich leiser ist, als wenn die Türen auf sind. Allgemein, was diese ganzen Soundgeschichten bei dem Spiel angeht, finde ich, hat Astragon sich echt übertroffen. Das ist sehr geil. Wir entscheiden die ganzen Busgeräusche sind, ob das nur der Motorsound ist, ob das die Türen öffnen, die ganzen Klacker- und Quietschgeräusche sind und so weiter und so fort. Also der Sound ist schon echt gut umgesetzt worden. Wie man sich das natürlich auch für eine Simulation wünscht. Was? Unter anderem natürlich. Wie bin ich denn hier gelandet? So, Rathaus. Dann wieder ein Bisslein vor uns. Das ist der gleiche von eben, ja. Die 61 ist der gleiche von eben. Ich glaube, das ist auch der, der, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist es der, der zum Flughafen fährt. Ich glaube ja, aber mit einer anderen, auch mal schnell mit einer anderen, anderen Route, also anderen Stationen, die er noch anfährt. Der ist wesentlich schneller am Flughafen als wir. So. Eine Fahrkarte bitte. Oh, die hat mal eine nette Stimme. Sehr sympathisch. Und wohin geht's? Danke. Bitte. Gut. Können wir hier auch direkt schon weiterfahren. Genau, er fährt da geradeaus weiter, unser Kollege. Und wir müssen allerdings rechts rum. Nee, er fährt auch rechts rum. Okay. Und beide wieder an die gleiche Haltestelle. Frage, öffnen wir die Türen hier schon? Ne, wir haben ja eh noch Zeit. Das wäre jetzt Blödsinn, wenn wir jetzt hier die Tür schon öffnen. Weil das natürlich dann so ein bisschen minus XP gibt, sag ich mal.
Ach komm, wir machen es trotzdem. Ah gut, macht er doch kein Minus. Haben wir Grund. Und wohin geht's jetzt? Spielen wir doch relativ gut. Dann können wir eigentlich auch schon, wenn die Tür hinzu möchte, direkt wieder weiter. So. Warten wir mal, bis es weitergeht hier. Wir müssen auf jeden Fall rechts. Und er scheint jetzt aber geradeaus weiter zu fahren. Das ist hier das Problem. Okay. So, Rathausgasse. Bitte eine Fahrkarte haben? Oh, natürlich, natürlich. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Mann, ich habe mich hier komplett verdrückt gerade. Ihre Haltestelle, sie muss mal wohin? Sie muss aufs Klo. Aufs Klo. Leider haben wir hier keine Toilette an Bord. Es tut mir leid, junge Dame. Bitte halten Sie durch, machen Sie nicht in den Bus. So, und jetzt sind wir schon bisschen mehr in Richtung Verzug, was die Zeit angeht. So. Aber das holen wir wieder auf. Das holen wir alles wieder auf. So, bremsen. Vorsichtig, vor allem, dass wir rechts nicht anecken. So. Quatsch, hier muss ich ja gar nicht rein. Oh Gott. Gut, dass ich da nicht die Türen gerade geöffnet habe. Das hätte mal wieder Minuspunkte dann gegeben. Manchmal sieht man einfach nur noch, gerade wenn man so viele Stationen anfährt, die alle gefühlt 2 Meter kommen, dann sieht man irgendwo eine Haltestelle und dann fährt man direkt ran, ohne überhaupt darauf zu achten, ob man da ran muss. Aber das haben wir gerade noch mal gesehen auf dem letzten Drücker. Das Adlerauge hat schon meinen Schlüssel nicht finden. Sie kann ihren Schlüssel nicht finden. Das ist schlecht. Nächster Halt, Pelterstraße. Bis jetzt, auf Holzklopf, habe ich noch nie irgendwie was verloren. Ob das nun mein Schlüsselbund war oder mein Handy oder Portemonnaie oder irgendwas. Noch nie in meinem Leben bisher solche wichtigen Dinge verloren. Gott sei Dank. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Gerade Portemonnaie möchte ich natürlich niemals verlieren. Da sind ja so viele. Danke. Scheiß mal aufs Geld. Ich meine, Bargeld habe ich sowieso so gut wie nie bei mir. Also ganz, ganz selten. Und wenn dann nur ganz, ganz kleine Beträge. Weil ich eigentlich alles über Karte bezahle. Aber wenn ich mir so vorstelle, Führerschein, Ausweise und so weiter und so fort, was man da halt alles wieder neu beantragen muss, es ist nervig, es ist zeitaufwendig, es kostet natürlich auch Geld. Das wäre schon richtig, richtig bitter. So, danach geht es zum Sonnental. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Denke ich mal, bewegen wir uns auch Richtung Flughafen, so langsam. Danke. Allzu viel dürfte das, glaube ich, nicht mehr sein. Es sieht auf der Karte vielleicht relativ viel aus. Noch, weil da viel blau ist, aber es sind halt viele Gassen oder Straßen auch, durch die wir da halt so ein bisschen kreuz und quer durchfahren müssen. Bisschen weit links gewesen, aber alles gut. So, jetzt haben wir hier wieder so einen Hoshi vor uns, der will nach links. Da wollen wir nicht hin. Komm, warum fährst du denn nicht? Ach Meister, da wärst du 10-mal rumgekommen. Wie ich so schön, immer wieder so schön sage, 10-mal. Wie im echten Straßenverkehr. Leute, ich hasse das. Da sitzt man im Auto, dann hast du so einen Typen, der da irgendwo rausfahren will aus einer Ausfahrt oder irgendwo abbiegen will. Und dann denkst du, Alter, warum fährst du nicht? Da wärst du locker 10, 20 Mal rumgekommen schon.
Aber nein, die trauen sich nicht. Aber wehe, dann sind sie irgendwo in meiner 30er-Zone vor dir. Dann gehen die auf einmal richtig Zonder und fahren dann mit 50 durch eine 30er-Zone. Das sind auch noch so geile Experten, dieser Autofahrer. Nein, da fahren wir jetzt nicht ran. Die Haltestelle brauchen wir nicht. Das habe ich gesehen. Oh, schnell rüber hier. Schnell rüber hier. So, Sonnental. Also, Leute, denkt dran, in einer Woche Predator Hunting Grounds hier bei mir im Livestream. So wie es aussieht, zusammen mit Amatarius. Wir werden zusammen den Predator jagen. Wir werden ihn töten. Sehr pünktlich. Danke. Wir werden überleben. Und irgendwann wird hoffentlich dann mal einer von uns auch den Predator spielen. Danke. Ich bin mal echt gespannt, das Spiel endlich selber zu spielen. So. Des Weiteren übrigens, am 31. Mai kommt ja dann auch Fast and Furious für die PlayStation, unter anderem für die PlayStation. Und dort ist es halt so, das Spiel ist halt zwar auf Englisch mit deutschen Untertiteln, allerdings mit den Originalstimmen von Vin Diesel und Co. Und auch dort kann man sich eine eigene Crew zusammenstellen, mit der man dann verschiedene Aufträge und so weiter erfüllen kann online. Bin ich mal gespannt. Und so wie ich weiß, hat Amatarius sich auch dieses mit vorbestellt. Also ich denke mal, wenn wir auch dort zusammen spielen können. Freue ich mich schon drauf, Amatarius, wenn du das hörst. Ich freue mich drauf. Kann ich bitte eine Fahrkarte so, haben? So, ich dachte schon, da kommt keiner mit in den Karte-Handel. Ich wollte gerade schon die Spiele nicht machen. Und dann kommen sie doch. Aber gut, wir liegen gut in der Zeit. So. Ab zur Geräuschkasse. Sorry, ich habe ganz vergessen, auszusteigen. Ja, hast du das vergessen, Oma. Komm raus mit dir. Danke, dass sie mich aussteigen lassen. Bitte. Für Omas machen wir doch sowas. Ausnahmsweise. So, jetzt geht's hier wieder rein. Alter, Leute, das ist schon wirklich hier Kurven ohne Ende. Was wir uns hier erspielt haben. Absolut pünktlich. Absolut danke pünktlich, sehr. Aber volle Kanne pünktlich. Eine Fahrkarte bitte. Ein Wochenstandard-Ticket soll es werden, soll es geben. 2 Euro Retour bitte. So, sofort geht's weiter. Nächster Halt, Amber-Tor. Wer kennt es nicht, das berühmte Amber-Tor. Rote Ampel, leider, laderot geworden. Wahnsinn! Ja, ich auch nicht. Oh, das hat mich total umgehauen. Sieht schon cool aus. Mir gefallen die Nächte in dem Spiel. Mir gefallen die richtig gut. Sieht echt schick aus. Auch wenn es, wie gesagt, nicht die beste Grafik hat, dieses Spiel. Klar, keine Frage. Na, ich weiß aber nicht, ob ich mit dem Fahrrad einfach nicht doch schneller wäre. Es gibt einfach, das habe ich auch schon oft genug gesagt, es gibt einfach kein Simulationsspiel, das eine wirklich geniale Grafik hat. Gibt es nicht. Wenn einer der Meinung ist, es gibt es doch, dann soll er mir bitte sagen, welches. Meines Erachtens nach gibt es kein einziges Simulationsspiel mit einer mega top Grafik. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. So. Wir sind pünktlich. Ah, orange Hose. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich. So. Danke. Das ist es ja auch bei Simulationsspielen einfach. Ne? Es lebt ja einfach von der Simulation und nicht von der Grafik oder sonstigen. Leider muss man sagen. Leider. Denn ich könnte mir natürlich schon mal so ein Simulationsspiel wünschen, was halt auch eine absolut geile Grafik hat. Das wäre es natürlich. Ich sage ja, stellt euch mal den Bussimulator jetzt zum Beispiel vor mit einer Grafik wie Gran Turismo Sport oder sowas. Alter Verwalter. Das wäre es natürlich.
Zobat gibt's aber leider nicht, Leute. Leider nicht. So, Punikgasse. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. An einer rosa Kuh. Ich kenne nur den lila Elefanten. Kennt ihr den lila Elefanten nicht? Kam mal vor in einem. Lass mich fahren, okay. Kam mal vor in einem Bud Spencer Film. Das frage ich mir, um was das da genau ging. Ich glaube, da wurde irgendwie ein Schiff getauft oder so. Dann hat er selber, glaube ich, sogar das Schiff als lila Elefanten getauft. Nur mal so. Eine Fahrkarte. Nur mal so am Rande. So, Student. Danke. Gerne. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Zwei Wochentickets. Oh, ich habe ein bisschen Kohle hier. So, wir sehen schon, es ist nicht mehr viel. Dann haben wir hier die Innenstadt soweit abgehakt. Pferdemühlengasse. So. Die liegen ja aktuell auch noch. Oh nein, Rollstuhlfahrer. Ich sehe schon den Rollstuhlfahrer. Das heißt, wir können schon direkt die Handbremse anziehen. Dann fahren wir die Rollstuhlrampe aus. Was habe ich gemacht? Ach, ich Depp, ich habe die Tür aus Versehen geöffnet schon. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Kann ich die schon öffnen? Nee, kann ich noch nicht. Okay, erschließe mal. Dann muss ich das gleich machen. Ich Depp habe versehentlich schon die Türen vorzeitig geöffnet. Die müssen natürlich erstmal zubleiben, damit wir die Rampe ausfahren können. Dann machen wir das Ganze jetzt. Dann ist das Ganze auch einmal von außen ansehen. So. Ach Mann, hier ist mal durch die Steuerkreuz in die falsche Richtung. So, die Rollstuhlrampe können wir schon mal ausfahren. Die sehen wir ja da vorne. Dann die Türen wieder öffnen. Ich glaube, in der vorletzten Folge war es, da hatte ich ja den Rollstuhlfahrer da mal kontrolliert. Der ist tatsächlich schwarz gefahren. So, Rampe wieder rein und sobald die drin ist, können wir die Handbremse lösen und dann können wir auch wieder weiterfahren. Aber den werde ich jetzt nicht kontrollieren, den Rollstuhlfahrer. Nächster Halt, alte Brauerei. So. Weiter geht's. Ich muss hier aussteigen, bitte. So, zack. Diesmal erst die Rampe natürlich raus. Okay, jetzt können wir auch die Tür öffnen und dann kann natürlich alles zeitgleich gemacht werden. Sprich, Karten verkaufen, Leute ein, aussteigen, Rollstuhlfahrer raus und so weiter und so fort. Gerne. So, das war's draußen. Anscheinend ja. Oder will der noch mal was? Will der eine rein? Ne, anscheinend nicht. Die stehen ja alle so, als wenn die noch einsteigen wollen, aber ups, andersrum. Aber anscheinend nicht. So, Türen sind zu, Rampe rein. Dann würde ich sagen, fahren wir aber mal weiter. Haben Sie einen an der Waffel? Was denn jetzt? Was ist passiert? Bin ich irgendwo angetitscht oder was? Ich habe nichts mitbekommen hier. Keine Ahnung. Egal. Würde der Wendler jetzt sagen. Egal. Eine Fahrkarte, tut mir leid. Egal. Anscheinend irgendwo angetitscht. Keine Ahnung. Danke. Haben wir da nichts mitbekommen. So.
Fahrbahn ist ein Schlagloch. Och Mann, ich bin doch schon relativ langsam gefahren. Fahrgäste zurückgelassen. Dann ist der Bus voll anscheinend, weil es ist ja keiner mehr eingestiegen. Das ist natürlich auch wieder der Nachteil, wenn man einen Bus nimmt, der relativ... Aber der Bus ist ja leer. Also ist genug Platz. Keine Ahnung, warum der nicht eingestiegen ist. Manchmal ist das leider so. Dann steigen die komischerweise nicht ein, die Busse. Die Busse, sage ich schon. Die Fahrgäste in die Busse. So rum. Die Busse in die Fahrgäste, wollte ich sagen. So. Kann man eigentlich auf der großen Karte sehen, wie weit wir es hier noch haben? Ja, das ist bisher noch in der Innenstadt. Siegwalden waren wir ja anscheinend schon. Genau, da hatten wir ja angefangen. Ja, also ist eigentlich nicht mehr so viel. Also noch das bisschen da in der Innenstadt und dann geht es runter zum Flughafen. So. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Okay, keiner steigt ein, alle steigen aus. Wow, perfekt geparkt. Perfekt geparkt, klar doch. Ah, lass mich schon mal blinken hier. Oh, das staubt sich da vorne eh schon. So. Gott, fahren, fahren, fahren. Okay, wie es hier aussieht, muss ich, glaube ich, einmal das Gebäude rum. Naja. Einmal um das Gebäude herum. So. Ja, die Einbahnstraße. Zack. Dann müssen wir auf jeden Fall später nochmal, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch in der Folge mache oder in der nächsten. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Die Station in der, wie hieß das, Kehrstadt oder wie hieß das da unten? Von rechts, Kehrstadt, ich weiß nicht, irgendwas mit Kehr, ich glaube Kehrstadt. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Stationen auf Level 9, glaube ich, war es, hochschießen, genau. Ich habe da zwar jetzt schon ein paar Fahrer noch angeheuert, die dort fahren, aber ich glaube nicht, dass das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Aber das ist kein Problem. Das machen wir dann, ich denke mal, in der nächsten Ausgabe. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Hier heißt es gleich erstmal auf jeden Fall Mittagspause einlegen. Was für eine Nacht. Sobald wir hier durch. Kann ich bitte eine Frage haben? Aber auf jeden Fall kriegen sie eine junger, okay. Junger Mann. So, ich muss noch mal kurz gucken. Hab ich doch voll richtig. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. So, ein bisschen spät aktuell dran, aber. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Das sollte eigentlich noch klappen. Tun wir doch eigentlich. Komm, fahr. Soll ich dir ein Foto von deiner Katze zeigen? Boah, die mit ihren Katzenfotos heute. Die ganze Folge hier voll mit Katzenfotos, oder was? Fahr, Alter, nicht, dass der jetzt in die Eisen geht hier. Komm. Oh, da sag ich's gerade. Ey, was macht denn der Idiot? Ah, scheiße, ja, jetzt haben wir die Ampel bei rot genommen. Hilft nix. Was soll ich machen? Der Bus hätte da eh nicht mehr abgebremst. Dann wären wir eh ein Stück rüber gefahren, denke ich mal. Also nehmen wir halt eine rote Ampel mit. Und warum? Weil dieser Pisser da einfach nicht vorangefahren ist und dann auf einmal noch rechts rüberzieht. So. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingswort? Ananas. Ananas. Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. So. Zack. Wir haben Zeit schon. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Auch hier ist keiner, der einsteigen will. Aber aussteigen wahrscheinlich. Aussteigen, ja. Tür zu und weiter. Alter, jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag von Station zu Station. Nächster Halt, Zimmermannstor.
Gut, wir haben auch die eine rote Ampel da mitgenommen. Wenn wir die nicht mitgenommen hätten, dann wären wir definitiv auch noch nicht wieder im Plus, was die Pünktlichkeit angeht. So, schnell, die Ampel wollen wir noch haben. Die nehmen wir. Und wenn die rot wird, dann müssen wir halt in die Eisen gehen. Aber wir schaffen es. So. Boah, sieht gut aus. Ich dachte, die wollen jetzt hier keine Tickets kaufen. Fahrt umsonst. Und? Ticket? Kein Ticket. Wem gehört das? Och nee, nicht schon wieder ein Fahrgast, der was vergessen hat. Ey, das ist doch immer die gleiche Rotze, sobald man hier... So, Müll nehmen wir auch noch mit. Wo ist denn der? In welche Richtung läuft denn der? Da. Bleib stehen da, Kollege. Das ist doch nervig. Immer wenn man gerade die Zeit wieder aufgeholt hat, dann auf einmal. Aber gut, wir sind immer noch perfect in the Zeit. Perfect in the Zeit. Ah, die Ampel wird rot. Haben wir die noch gekriegt? Ja, sah gut aus. Gerade so. So. Heilung. Okay, die haben wir auch bekommen. So, wir sind schon ziemlich zügig unterwegs jetzt. Muss manchmal so sein. Mein Essen ist auch gleich fertig. Das ist das Gute. Ich habe heute jemanden, der für mich kocht. Das ist noch besser. Oh, Alter. Gleich heißt das bestimmt, kommst du bitte essen? Ich habe uns Essen gezaubert. Wobei ich sagen muss, ich bin leidenschaftlicher Koch. Hobbykoch, aber mit Leidenschaft. Mit sehr viel Leidenschaft. Trotz alledem finde ich es auch sehr schön, wenn man mal Leute hat, die für einen kochen. Ach, das muss ich mal sagen. Ist auch mal was Geiles. Eigentlich hätte ich ja geplant, jetzt am Wochenende zu grillen, wird allerdings nichts. Ich werde wahrscheinlich Montag oder Dienstag dann schön den Garten fix machen und den Grill anschmeißen. Leider werde ich es nicht schaffen jetzt. So, wir müssen wieder ein bisschen warten. Wenn ich jetzt losfahre, ich probiere es einfach mal, aber ich glaube, wenn ich jetzt schon losfahre, müsste es Schimpfe geben. Ja, genau. Also alles bei über einer Minute gibt dann doch Minuspunkte. Ich dachte, ich probiere es mal mit 1,17. Macht auch nichts. Das Wichtigste ist nur, dass wir die Strecke einmal kurz gefahren haben. Dann haben wir das Ziel, wie gesagt, mit dieser Strecke soweit auch erledigt. Hier nun auch wirklich extrem, heute nicht nach arbeiten. Extrem lang ist. Aber Leute, das duftet hier schon überall nach wunderbarem Essen. Ich freue mich darauf, gleich zu essen. Leute, Leute. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Wobei es für mich eigentlich wirklich nichts Besseres gibt als ein schön gegrilltes Steak. Also über allgemein Essen vom Grill ist für mich eine Fahrkarte, das, bitte. Das Beste, was es gibt. Es muss ja nicht nur Steak sein, es kann auch Fisch sein. Es kann Obst sein, Gemüse Danke. Sein. Alles kann alles auf dem Grill. Kann ich bitte ja, eine Fahrkarte selbst haben? Obst kann man raufhauen, Leute. Kauft euch mal eine frische Ananas, schneidet sie richtig schön in Scheiben. Und haut die euch auf den Grill. Oder auch eine Wassermelone im Sommer. Richtig geil. Schöne Wassermelone mit ein bisschen Braunzucker vorher. Und dann ab auf den Grill. Richtig, richtig geil. So, jetzt also zum letzten Halt. Und dann haben wir das. Dann werden wir wahrscheinlich die eine andere Strecke noch fahren müssen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wo wir, wie gesagt, die Station auf Level 9 bringen müssen. Die Haltestelle. Oh, scheiße. Ich habe sie gesehen, aber zu spät. Eieieiei. Das war... das gab natürlich jetzt richtig Strafe. Aber gut, wir haben das Geld. Kein Problem, wir haben das Geld. Das wird teuer. Oh, und jetzt auch noch ein Blitzer. Jetzt geht's aber richtig rund. Fußgängerblitzer. Herrlich. Oh, Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. So, schnell rum hier, bevor die Ampel auf den Kopf springt. Okay. Ja, wir haben den Geschwindigkeitsbegrenzer extra rausgenommen, den man ja auf Kreis ein- und ausfügen kann.
Ein- und Ausführen klingt auch gut. Ein- und ausschalten kann. Hinzufügen kann, wollte ich eigentlich erst sagen. Wenn man den natürlich eingeschaltet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass man geblitzt wird, außer es geht halt irgendwo bergab. Aber ich habe den halt rausgenommen jetzt. So. Aber wie gesagt, wir hatten ja für die andere Strecke, wo wir die Haltestellen auf Stufe 9 oder Level 9 bekommen müssen, jetzt Fahrer noch eingestellt. Dadurch steigen die Haltestellen ja auch hoch, bin ich der Meinung, wenn da KI-Fahrer sind. Aber wir müssen gucken, ob es reicht. Wenn nicht, wie gesagt, in der nächsten Folge bringen wir die dann auf 9 und dann mal gucken, was wir als nächstes für Ziele wieder bekommen. Und eventuell bekommen wir dann endlich die Strecken oder die Haltestellen, besser gesagt, bei dieser Sonnen... Wie hieß das? Ich hab's wieder vergessen. Irgendwas mit Sonne. Auf jeden Fall dieses kleine Stadtteilchen, was wir da ja noch haben. Aber jetzt geht es auf jeden Fall erst nochmal zum Flughafen. Das zweite Mal, also in dieser Folge hier. Einmal am Tag, einmal in der Nacht. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Also in der Nacht oder am späten Abend, wie man das hier halt sehen möchte. Ich würde das mal hier eher als späten Abend einschätzen, denn als Nacht. So, wir sind gut unterwegs hier. Kehrstadt, genau, in Kehrstadt, da sind wie gesagt die Haltestellen, die wir noch auf 9, auf Stufe 9 bringen müssen. Das andere hieß, ich habe es vergessen, irgendwas mit Sonne, glaube ich. Sonnenstart nicht. Sonnenklar, ich weiß es nicht. Da müssen wir, denke ich mal, vielleicht sogar nach dieser Aufgabe die neuen Stationen bekommen. So, ein bisschen hier rüber. Zügig unterwegs dieser Bus. Was natürlich cool wäre, wenn man vielleicht irgendwann mal so ein Update bekommen würde, so eine Erweiterung, wo man im Bus vielleicht auch Sachen wie Heizung, ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Klimaanlage, ist er immer noch krank? Und auch WLAN zum Beispiel einschalten kann. Denn heutzutage die moderneren Busse, zumindest hier bei mir in der Stadt, ist es ja schon so, dass die Busse mittlerweile WLAN auch haben. Und sowas wäre cool, wenn man das hier noch mit einstellen könnte. Oder Busse mit so kleinen Fernsehern drin. Gibt bei uns ja auch. Einige Busse, die so kleine Fernsehmonitore drin haben. Genauso wie es bei den Bahnen ja auch der Fall ist, zum Teil. Aber wie gesagt, WLAN zum Beispiel und Heizung, Klimaanlage, so, das wäre einfach so ein geiles kleines Gimmick. Gibt es ja auch einen PC für diesen Reisebus-Simulator zum Beispiel. Und da meckern dann zum Beispiel auch die Fahrgäste irgendwann, wenn zum Beispiel der Bus zu kalt ist oder auch zu warm ist oder wenn kein vernünftiges Internet ist oder so. Da muss man halt das WLAN irgendwie einschalten erstmal und all solche Geschichten. Das finde ich schon mal, das finde ich sehr geil. So was könnte man auch hier mit reinhauen. So, fahr zu, Alter. Ich will hier rüber, nicht, dass da gleich der Zug kommt. So. Dann sind wir gleich am Flughafen angekommen. Aber ich muss sagen, die Busse sehen schon sehr, sehr, sehr gut aus. Klar, die haben natürlich grafisch das Augenmerk natürlich schon auf die Busse gelegt, die natürlich wichtiger sind als, ich sag jetzt mal, die Bäume oder sonstiges. Klar. Die sind schon vom Detail her definitiv sehr, sehr gut. So, wir sind gleich am Flughafen und das mehr als pünktlich. Sehen Sie ja, wir hätten jetzt noch 9,5 Minuten, bis wir den Bus haben, sondern schon am Flughafen abfahren müssen mit unserem Bus. So, Blitzer scheint es ja auch nicht zu geben, aber jetzt müssen wir sowieso abbiegen. Und
dann haben wir es geschafft hier. Dann haben wir diese relativ lange Strecke hinter uns gebracht. So, viel Licht am Flughafen, logischerweise. Die Gebäude sind natürlich immer voll beleuchtet und ausgeleuchtet. Wir haben schon wieder ein Flugzeug. Haltebucht 3 erneut, wie vorhin auch schon. Nächster Halt, Flughafen. Endstation. Nächster Halt, Flughafen. Endstation. So. Bitte alle aussteigen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Und vorne sehen wir auch wieder die Taxen stehen. Das scheint es hier gewesen zu sein. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. So, das brechen wir aber mal ab. Dann müssen wir uns nicht mit angucken. Dann gucken wir hier nochmal rein und erhöhe den Level aller Kehrstadtbushaltestellen. Genau, das ist das, was ich vermutet habe, dass wir da auf jeden Fall selber nochmal fahren müssen. Kehrstadt, das wäre ja dann hier die, ich weiß gar nicht, das ist die, wo wir nur noch die Achter, nee, hier sind komplett Achter, also genau, die 62er. Die müssten wir dann im Prinzip nochmal fahren, machen wir in der nächsten Ausgabe. Leute, ich wünsche euch erstmal noch einen angenehmen Freitag, genießt das Wetter ein bisschen und vielleicht hören wir uns heute nochmal, ansonsten morgen. Ich sage erstmal Tschüss, bis dann, Ahoi, euer Magimo. Bis dann.